Zubereitung für 4 Personen 400 Gramm grüne Bohnen RSD Elcher. Beeten 1 Stück, Klammer auf ca. 40 Gramm, Klammer zu, Ingwer 1 Knoblauchzehe 300 Gramm Seidentofu, Szechuan, Pfeffer, Chiliflocken 2 EL Öl 500 Gramm Schweinehack 100 Milliliter Reiswein 100 ml 1 Sojasauce 1 Esslöffel, scharfe Chilibohnensauce, Klammer auf G, Klammer zu, Ass, Klammer zu, eventuell. Sriracha-Soße, Klammer auf, scharfe Chili-Soße, Klammer zu, und Koriander-Chips zu. Diesen Zutaten finden Sie auf Seite G6. Hier finden Fleisch-Allrounder und Bohnen und asiatischen Aromen große China-Liebete. J. Minuten F. Einfach Portion ca. 1,30 Euro, Portion ca. 560 Kat. E. 34 Gramm. F. 38 GKH 16 Gramm 4 I. Bohnen waschen. Putzen und schräg in dünne Scheiben schneiden. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Ingwer und Knoblauch schälen und fein hacken. Tofu vorsichtig in Würfel schneiden. Zieht Szechuan Pfeffer in einer großen Pfanne ohne Fett anrösten herausnehmen und grob mörsern. Öl in der Pfanne erhitzen. Hack darin krümelig anbraten. Bohnen, Ingwer und Knoblauch zugeben, kurz mit Bra-Hen. Mit Szechuan, Pfeffer und Chili würzen. Mit Reis-Wein und Sojasauce ablöschen. Bohnensauce einrühren, aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln. Lauchzwiebeln und Tofu vorsichtig unterheben und kurz erwärmen. Abschmecken und nach Belieben mit Sriracha betreu-Film und mit Korianderblättchen bestreuen.